zwei oder vier Beats Sound damals interessiert, dann habe ich mich entwickelt, viel mehr kennengelernt und dann nacheinander natürlich viele Programme kennengelernt, die zur Produktion von Musik geeignet sind. Das waren auch Reason, Cubase, Fruity Loops und das letzte, und Logic auch. Wobei das Beste, was ich dann kennenlernen durfte und womit ich auch bis jetzt arbeite, auch wenn ich nicht mehr mit PC produziere, sondern extern produziere und mit PC aufnehme, aber auch für Produktion mittels des Computers, das ist das Programm Ableton Live von einer relativ jungen Firma Ableton. Das Programm ist nicht so alt wie zum Beispiel analoge Programme wie Cubase oder Logic. Es ist ziemlich jung und das hat wirklich einen anderen neue Ansatzpunkte im Vergleich zu vielen Programmen, deswegen macht es auch Spaß, damit zu arbeiten. Vielleicht ist es für einen, für den das ganz neu ist, auch ein bisschen schwer zu verstehen, was da praktisch das System ist, aber ich versuche das zu erklären, auch wenn er, wer hat überhaupt Erfahrung mit irgendwelchen Programmen am PC, die Musik machen? Mit welchen? Logic. Naja, wie heißt das? Audition. Audition. Ja, das ist zum Aufnehmen von Adobe. Adobe Audition. Ja, gibt's das? Okay. Okay. Cubase. Mit Ableton hat niemand Erfahrung. Also null Erfahrung. Bisschen Erfahrung. Okay. Mit Fruity Loops oder sowas. Irgendwas mit Patternstruktur. Also Fruity Loops. Genau, das wird auch helfen, um einzusteigen. Also natürlich. Gibt es hier die Struktur, die Cubase und Logic haben, als ein Sequencer, als ein mehrspuriges Aufnahme- und Verarbeitungssystem. Wenn wir aber das schauen wir hier, wenn wir hier auf die Tab-Taste drücken, hier, und da sehen wir dieses Modus, das auch in Cubase oder anderen ähnlichen Programmen ist, praktisch, wo wir waagrecht, horizontal unsere Spuren haben und die nebeneinander liegen und hier können zum Beispiel dann Wave-Dateien kommen oder andere Spuren und die mischt hier genauso wie auf Cubase oder Logic. Also wenn das um reine Aufnahme und Verarbeitung dieser Wave-Dateien geht, das zeige ich auch später, ist diese an sich besser, das ist so eine Sequencer-Ansicht. Hier, wenn wir Tab wieder drücken, ist die sogenannte Pattern-Ansicht. Oder ich weiß nicht, wie sie richtig heißt, auf jeden Fall werden hier Patterns angezeigt, also bestimmte Loops, bestimmte Länge, obwohl, ob es MIDI-Noten sind oder ob es Audio-Loops sind, werden hier angezeigt und miteinander verarbeitet, das zeige ich euch auch. Also diese Tab-Taste schaltet zwischen dem Modus, Sequencer-Modus und Pattern-Modus. Okay, und was sind die grundlegenden Funktionen, was man hier hat, wie auch hier jedem Programm? Hier ist das Ganze, was wir hier machen, ein Live-Set, so genannt, weil das Programm heißt Ableton Live. Und dieses Live-Set könnt ihr speichern und danach wieder von der Festplatte laden, öffnen, neues Live-Set erstellen und so weiter. Ja, auf die einzelnen Funktionen komme ich nicht mehr an. Es gibt hier, wichtiges ist hier, das ist ja nicht mein Computer heute. Wo sind die Einstellungen und hier auf dem Computer? Auf jeden Fall ist das anders in Mac. Ah, hier auf dem Computer sind hier die Voreinstellungen, also die unterschiedlichen Einstellungen für dieses Programm, die vielleicht auch im ersten Moment wichtig sind. Zum Beispiel, dass ihr einstellt, welche Soundkarte ihr benutzt, mit welcher ihr hier Sounds machen werdet. Hier Audio-Einstellungen oder auch wo eure Samples liegen und so weiter. Also das ist wichtig zu finden. Hier auf dem Computer Optionen, Voreinstellungen. Auf Mac ist es irgendwo hier vorne, bei Datei sogar im ersten Punkt. Hier sind hier die Voreinstellungen. Tut mir leid, nicht mein Computer. Okay, und was man hier wichtig zu verstehen hat, hat man bei Arbeit mit Ableton mit zwei Arten von Spuren zu tun. Mit Audio. Sogar mit drei Arten würde ich sagen, mit Audio, MIDI und Effektspuren. Und das ist auch mein nächster Punkt, was ist wichtig zu verstehen. Also bei Audiospuren könnt ihr Audiodateien wie WAV oder MP3 oder AIFF aufmachen
sowohl als Loops, die sich immer ständig wiederholen, als auch als einzelne One-Shot-Samples, die nur auf einen Druck dann sich wiederholen. Wir können zum Beispiel hier, wenn ihr ein neues Projekt habt, dann gibt es schon zwei MIDI- und zwei Audiospuren drin, und wir können mal versuchen, in so eine Audiospur eine Audiodatei zu ziehen. Ich habe hier was vorbereitet, könnt ihr auch mal machen. Zum Beispiel bei Loops gibt es da zum Beispiel diese Drum-Loops, Techno, damit es ja, Techno ist relativ einfach damit zu arbeiten, weil die Loops haben auch ziemlich gerade Struktur, 4x4 Bits, und da ist für Ableton auch relativ leicht das zu erkennen und auf seine auf sein Netz das Ganze draufzusetzen. Ich ziehe, ihr könnt einfach so per Drag and Drop die Samples da reinziehen in eine Audiospur, und zwar in ein Fenster, in ein Glas, das hier für Samples vorgesehen wird. Also hier, ihr seht jetzt, ich ziehe sogar mehrere vielleicht rein. Oder, ja, ihr könnt auch, wenn ihr jetzt keine Samples da habt, irgendwelche Audiodateien, irgendwelche fertige Songs da reinziehen, und da können wir anschauen, was dann passiert, was die, wenn die da als Audioelemente hier bearbeitet werden. Okay. Ja, normalerweise hier, wenn man die da reinzieht, bekommen sie immer neue Farbe. Beim Bass ist es so, ist der da, der Bass? Hier bekommt alles gleiche Farbe, das sind schon unterschiedlich. Und jetzt können wir diese Loops, diese Patterns, einzelne Audiodateien, hier in diese Pattern-Mode einfach abspielen. Jetzt müssen wir lauter machen. Ja, nicht mein Computer, vielleicht. Okay, wenn wir da reinklicken, dann können wir uns den Inhalt dieser Audiodatei genau anschauen. Da unten. Kann ich das auf Fullscreen irgendwie machen? Das ja. Kann ich nicht. Wie? Ansicht, Vollbild. Dankeschön. Bleib bitte da, weil ich, ja, ich jetzt erst merke, dass es einige Unterschiede zwischen Mac und Computer ist. Okay. Ja, ist Ansicht, Vollbild. Okay, und da sind unsere Audiodateien. Im Einzelnen könnt ihr verarbeiten, das haben wir bestimmt in anderen Programmen schon gesehen, Waveform. Ja, es muss natürlich nicht Techno sein, aber Techno ist gut in dem Sinne, dass man klar sieht, wo die einzelnen rhythmischen Elemente Platz finden. Und beim Reinziehen in Ableton warpt er die Loops automatisch, das heißt, er setzt sie auf eine bestimmte rhythmische Struktur, er teilt sie in kleine Teile und legt somit auf die Geschwindigkeit, die hier bei uns vorgegeben ist. Ich kann die gleich, dann, ja. Er erkennt selber die Geschwindigkeit vom Loop? Genau. Passt sich an? Genau. Nein, er passt sich nicht an, er passt den Loop an seine Geschwindigkeit. Ach so. Ja. Er kann das auch. Ich glaube, jetzt hat er 129,99, weil er bei diesen allen Loops das erkannt hat. Eigentlich im ersten Moment, aber ich kann die Geschwindigkeit jetzt verändern. Ich mache jetzt 120 stattdessen und die Samples waren auf 130 praktisch. Dann werden alle Samples automatisch langsamer klingen, aber genau immer noch mit der Geschwindigkeit von Ableton. Ich mache hier, das ist Metronom, hier Metronom einschalten. Und wenn ich da nochmal Play drücke, hört ihr, dass es schneller und langsamer wird, wenn die Geschwindigkeit eures ganzen Projekts schneller und langsamer wird. Okay, natürlich könnt ihr auch zwei Samples parallel laufen lassen, dafür braucht ihr halt zwei Audiospuren oder auch noch mehr, wenn ihr weitere Spuren erzeugen wollt, hier mit rechts und Audiospur erzeugen. Aber ich versuche jetzt mal mit zwei Loops in unterschiedlichen Spuren, die werden dann natürlich zusammengemixt. Mehr oder weniger
Selbstständiger kann man das alles natürlich auch für DJ-Sets benutzen, während das zwei irgendwelche House- oder Techno-Tracks, das könnte man genauso mit möglichen Effekten. Viele spielen auch mit Ableton DJ-Sets, wobei ihr dann nicht nur 2-4 Decks, sondern 10-20 Decks haben könnt. Das ist dann schon fast wie ein Live-Act, aber einzelne eure Spuren können schon vorgefertigte Tracks sein. Da kann man sehr viel experimentieren in Richtung DJ-Set, also schon vorgefertigte Sets oder Loops zusammenmischen, verändern. Das zeige ich auch gleich. Okay, wichtig ist jetzt, was hier beim Warpen passiert ist. Also er hat wirklich automatisch diese Samples erkannt und automatisch erkannt, wie auch Traktor oder ein anderes DJ-Programm, das ihr kennt, erkannt, wo da zum Beispiel die Bassdrum immer steht, weil das den größten Ausschlag immer hat. Und er hat erkannt, da ist die erste Bassdrum, da ist die zweite, da ist die dritte, da ist die vierte. So kann er die rhythmische Struktur dieses Loops erkennen und für sich, dieser Sample ist schon gewarpt. Hier diese Option hier, die ich mit Maus will, ist Warping. Das heißt, dieser Sample ist nicht mehr eine zusammenhängende Audiodatei. Das ist eine Datei, die in viele kleine, das ist ein Sound, das in viele kleine Abschnitte aufgeteilt wird. Und somit, wenn es schneller oder langsamer wird, wird dieser Raster einfach auseinander oder zueinander bewegt. Wie das genau funktioniert, kann man noch lange diskutieren. Eine geworbte Datei ist eine, die auf die Geschwindigkeit von eurem Projekt angepasst ist. Ich kann dieses Warp auch ausmachen hier. Dann ist die Datei, hat die Geschwindigkeit und das ist die Wave-Datei, die ihr im Original gehabt habt. Und manchmal bei Vocals oder bei One-Shot-Samples hat es keinen Sinn zu warpen, weil Warping verändert auch natürlich unseren Sound ein bisschen. Und wenn ihr den Sound, das ist normalerweise bei One-Shot-Sound so, einfach so wollt, wie er ist, dann nicht warpen, warp ausmachen. Ich bleibe bei diesen Loops aber mit Warping. Und zum Beispiel jetzt diese ungewarpte Datei hier. Das ist jedoch, ja, jetzt, wenn ich die, spiele, egal ob ich schneller oder langsamer mache, die wiederholt sich nicht mal, okay. Loop kann man trotzdem machen. Nein. Nein, Loop kann man nicht machen, okay. Dann wird sie sich nicht mal wiederholen, wenn sie nicht geworbt ist. Die spielt einmal und das war's. Also, aber die spielt genauso schnell, wenn ich die Geschwindigkeit des ganzen Projekts runterdrehe, ist die ungeworbte Datei genauso schnell wie vorher. Okay, mit solchen ungeworbten Dateien werden wir jetzt nicht so viel arbeiten, weil wir beginnen erstmal so ein paar rhythmische Projekte zusammenzubauen, die auch eine Geschwindigkeit haben und rhythmisch geworbt sind. Und zum Beispiel diese zwei Samples übereinander. Oh, oh, oh. Ah, da ist er. Jetzt haben wir also zwei Audiospuren, auf jeder Audiospur ist ein spezieller Sound. Diese Sounds könnt ihr natürlich verarbeiten, auch als Wave-Datei. Es gibt hier die Einstellungen für den Wave-Sample an sich. Man kann auch die Struktur... Weißt du? Ja. Man kann auch die Struktur des Warpings verändern und andere Einstellungen für dieses... Ja, das ist alles in... Hier zu verändern. Ich habe nur gemeint, dass du nicht redest. Weil es stört mich. Okay. Ja, und jetzt diese Dateien oder diese Audiospuren, wir haben ja zwei. Auf jeder Audiospur kann unendlich viele unterschiedliche Loops drin sein. Kann ich verändern, indem ich natürlich Audioeffekte auf diese Audiospur drauflege. Audioeffekte sind hier zu finden. Okay. Also diese Audiospuren sind 3 und 4, ich kann Audiospur Solo machen, wie in vielen musikalischen Programmen oder Mischpulten. Ich kann auch Mute machen, praktisch, dass die Spur nicht abgespielt wird. So, dann spielt nur sie praktisch auch nur die oder nur die. Ich kann auch die Rekorde und so weiter. Hier sind die Einstellungen, die ihr auf eurer Audiospur habt. Jetzt versuchen wir die Effekte drauf zu ziehen. Hier links. Im Bereich Audioeffekte findet ihr die Effekte, die Ableton erstmal an sich da hat. Es gibt auch Möglichkeit, andere VST oder Audio Unit Effekte dazu zu laden. Wir gehen jetzt von den Effekten, die Standard Ableton Effekte sind. Zum Beispiel machen wir mal mit Equalizer von Ableton ein bisschen vertraut. Es gibt Equalizer 8, Equalizer 3, also 8 Parameter oder 3 Parameter Equalizer. Machen wir 8, da lässt sich wirklich ganz fein was verändern am Sound, ja, was kann man machen zum Beispiel mit
Und dann habe ich einfach auf die Spur gezogen, also wenn wir hier uns in Spur 4 befinden, habe ich jetzt die Spur 4 angeklickt, hier erscheint so ein leerer Platz, da zieht er das Effekt, was ihr wollt. Okay, jetzt habe ich hier meinen Equalizer auf der vierten Spur, da, da war das hier und jetzt schaue ich, wie der Equalizer wirkt, ich kann da zum Beispiel Frequenzen rausnehmen. Ja, das ist wieder ein anderes Thema, wie man mit Equalizer arbeitet, das ist unabhängig vom Programm und kompliziert, aber ihr könnt hier bestimmte Frequenzen höher und runter stellen. Es gibt auch unterschiedliche Formen von Equalizern. Hier könnt ihr zum Beispiel Low Cut machen. Okay. Da habe ich zum Beispiel den Equalizer draufgesetzt. Ich kann auch solche Effekte wie Delay draufsetzen. Zum Beispiel Ping-Pong-Delay ist guter vorgefertigter Ableton-Effekt. Setze ich mal auf diese, auf die andere Spur. Delay eher als ein Sendeffekt benutzt wird, aber hier, ja, habe ich, ja und so weiter, es gibt viele Effekte, die man hier drauf für sich unter anderem Kompressor. Natürlich übersteuert jetzt bei mir alles insgesamt, ich würde gerne insgesamt lauter machen, kann man deine Soundkarte lauter machen? Ja. Ne, der ist schon am Anschlag, du musst wenn der das aufdrehen. Ja, das könnt zu mir mal im Studio kommen, wo wir auch Subwoofer haben. So, na, hier wird der Bass leider nicht so fliegen. Ein bisschen fisten. Okay, ja, also zwei Spuren habe ich hier, das waren die zwei Audiospuren, die ich zusammenmischen kann. Das waren aber zwei vorgefertigte Loops, vielleicht schauen wir, wie es mit anderen Loops ausschaut. Kann ich hier auf Vollbild rausgehen? Bestimmt. Escape einfach. Was? F11 oder F11? Doch, doch. Jetzt ist da unten immer so, geht's auch. Und was? Jetzt kannst du halt auf den Rest wechseln. Okay. Ja, ich habe hier was vorbereitet, könnt ihr auch mal ein paar Pop-Tracks zum Probieren, weil jetzt wird das Warpen zu einem anderen Problem. Zum Beispiel hier habe ich von Jimi Hendrix von James Brown 6 Maschinen. Versuchen wir mal das zu warpen, weil wer natürlich jetzt so eine Audiodatei da reinzieht, die auch eine, nicht unbedingt eine klare rhythmische Struktur hat, dann wird es schwer. Wo bin ich? Wo ist der Button? Jetzt ziehe ich einen Stab, jetzt ist wieder Vollbild. Ich will aus Vollbild raus, komplett. Komplett? Ja. Also, für immer. Geht, für immer. Ja. Hier unten ist das. Dieses ganz kleine Scheiß-Symbol. Ja. Okay. So. Okay, jetzt ziehe ich einfach dieses Lied von James Brown da rein und schaue, oder ich erzeuge nochmal eine Spur dafür, Audiospur erzeugen. Ich habe ja zwei schon besetzt und da ziehe ich einfach meinen Sex Machine von James Brown da rein. Dann braucht er ein bisschen Zeit, das zu lesen, aber im Endeffekt wird die Audiodatei auch da dargestellt. Diese Datei steht für, bei mir jetzt für irgendeinen Loop, der ihr warpen müsst, weil nicht in jedem musikalischen Fragment gibt es eine klare rhythmische Struktur. Das hat hier Ableton schon gemacht, da gibt es eine Einstellung automatisch zum Warpen, also er hat es auf eine Art, auf seine Art schon gewarpt, aber ich glaube nicht, dass es jetzt so sehr rhythmisch ist. Like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off? Yeah. 1, 2, 3, 4. Get up, get on it. Get up, get on it. Stay on the scene. Get on it. Like a sex machine.
gemacht, aber wenn wir natürlich ein Metronom setzen, dann wird es wahrscheinlich nicht mehr so gut. I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three, four. Jetzt ist es nicht ganz so.